Seit Dienstag, den 26. August 2014, ist es nun da, endlich das Freeletics Update. Lange haben wir darauf gewartet und nun ist es da. Mit diesem Video gebe ich einen kleinen Einblick in den Online-Coach. Was ist neu? Was dürfen wir uns vorstellen für alle diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben, den Online-Coach zu kaufen? Der Rabatt gilt noch. Das heißt, ihr könnt jetzt immer noch zugreifen zu 30% Rabatt. Noch was kurz zum Rabattcode. Der gilt auf jeden Fall für Neukunden. Und laut Freeletics, und hier zitiere ich eine Aussage von Levent, gilt der Rabattcode auch für Athleten, die schon mal einen Coach hatten und aktuell keinen haben. Es geht nicht bei Verlängerungen von einem aktiven Coach. Freeletics sagt hier, das ist leider technisch nicht möglich. Wenn ihr noch den alten Coach habt, könnt ihr natürlich upgraden. Dazu ist ein Fitnesstest notwendig. Der Fitnesstest ist bei jedem unterschiedlich. Je nachdem, was ihr bisher gemacht habt, je nachdem, was ihr an Fragen ausgewählt habt, wie sportlich ihr seid und so weiter. Und der Fitnesstest geht immer auch erst, wenn ihr in eine neue Woche vorrückt. Hier auf Woche beenden zu gehen, klicken wir mal drauf. So, und jetzt seht ihr hier das Feedback an den Coach. Ich kann also jetzt hier sagen, das Schwierigkeitsniveau, hier gibt es viel zu hoch, hart, aber okay, viel zu niedrig. Den Trainingsfokus kann ich dann auch nochmal ändern. Hier kann ich ihn jetzt tatsächlich global ändern. Das kann ich in den normalen Einstellungen nicht. Und ich kann hier auch weiterhin ändern, wie viele Trainingstage ich pro Woche haben möchte. Natürlich ein tolles Feature, wenn ich jetzt weiß, dass ich nächste Woche beispielsweise nur zweimal trainieren kann, dann ändere ich das hier in zwei Trainingstage. Muskuläre Einschränkungen, da sind wir jetzt da, wo ich vorhin gesagt habe, okay, diese Einschränkungen, das seht ihr hier. Da kann ich jetzt eben einschränken, okay, habe ich jetzt Probleme mit dem Trizeps und dann nimmt der Coach mir Übungen mit dem Trizeps raus. Ich habe jetzt in dem Moment jetzt keine Einschränkungen, möchte weiterhin bei 4 Trainingstagen bleiben und sage jetzt, okay, viel zu niedrig, hart, aber okay, ich lasse das jetzt also alles so, wie es ist, gehe in die nächste Woche. Das war also mein Feedback für den Coach und jetzt gibt er mir hier eine neue Woche vor. Es gibt also auch gar keine neuen, völlig neuen Workouts, aber es gibt viele Modifikationen. Schauen wir uns beispielsweise mal hier das Workout Zeus an, dann sehen wir hier, dass die Rundenanzahlen jetzt unterschiedlich sind. Vorher hatten wir 15, 15 oder 5, 15, 25er Runden. Jetzt haben wir 10, also immer in 10er Abständen. Die Push-Ups sind jetzt in Kipping-Push-Ups umgewandelt. Die Sit-Ups gehen jetzt anders. Also hier bitte genau drauf achten. Schaut euch die Videos nochmal an. Die alten Workouts sind nach wie vor da, aber es gibt eben jetzt Modifikationen. Des Weiteren gibt es unterschiedliche Workout-Typen. Das heißt, wir haben hier den Standard. Wenn ich jetzt hier umschalte in Strengths, dann seht ihr hier, sind die Push-Ups mit Strict-Push-Ups zu machen. Anstatt Pull-Ups müsst ihr Muscle-Ups machen. Anstatt normalen Push-Ups, One-Hand-Push-Ups und so weiter. Das heißt, die Workouts werden ganz klar schwieriger und ihr könnt nicht mehr auf globaler Ebene auswählen, wählt ihr jetzt Kraft, Cardio oder beides, sondern ihr könnt letztlich hier auf Workout-Ebene jetzt auswählen, was ihr nehmt. Der Coach hat weiterhin keine Social-Effekte mit drin. Das ist weiterhin der App vorbehalten. Ihr könnt also hier im Online-Coach jetzt nicht sehen, was machen eure Freunde oder ihr könnt auch keinen Kommentar zum Workout hinzufügen. Das müsst ihr weiterhin in der App machen. Was neu hier sind die Exercises. Es gibt also jetzt hier keine standardklassischen Max-Übungen mehr, sondern wenn ihr jetzt beispielsweise auf eine Exercise drauf geht, dann könnt ihr hier die Anzahl der Wiederholungen oder in dem Fall die Anzahl von Metern einstellen. Dementsprechend ändern sich hier auch die Punkte und die könnt ihr dann eben eintragen. Auch im Coach selber gibt er euch keine Max-Übungen mehr vor, sondern er gibt euch beispielsweise vor, mach jetzt 100 Burpees. Interessierst du dich für weitere Neuerungen wie die neuen Exercises oder die neuen Zeitlupen-Videos und vieles mehr? Dann gib mir jetzt einen Daumen hoch oder schreib es in die Kommentare und das nächste Video geht dann darum. Lieben Dank.